Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei X4. Ja, wir sind hier, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ja, ich muss sagen, der Tag heute ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es eigentlich geplant hatte. Nur so zur Info, wir haben heute zum Tag, als ich diese Aufnahme hier mache, den 14. Dezember. Und das ist ganz zufälligerweise der Tag, an dem bei mir zu Hause die Heizung abgelesen wurde. Das heißt, ich habe mir für heute einen Tag frei genommen. Bin heute also nicht zur Arbeit, sondern habe halt meine Überstunden abgebaut und ja, dachte, das wäre gleichzeitig eine ganz gute Möglichkeit, um ein bisschen mehr die Vorproduktion für Weihnachten an den Start zu bringen. Das Problem an der Geschichte ist nur, ich habe nicht damit gerechnet, dass genau heute ein Nachbar tatsächlich anfängt, Renovierungsarbeiten zu machen. Und den ganzen Tag liefen irgendwelche Bohrmaschinen und sonstige Geräte. Und ich hatte nicht wirklich eine Chance, tatsächlich aufzunehmen. Und ja, jetzt endlich ist es ruhig und ich kann ja, ein bisschen aufnehmen. Das ist nicht schlecht. Aber ja, wie gesagt, ursprünglich hatte ich eigentlich vor, ja, mehr oder weniger so den ganzen Tag aufzunehmen. Jetzt ist der Tag fast rum. Gut zugegeben, ich hätte ein bisschen früher anfangen können. Wir haben jetzt doch schon relativ spät. Aber ist auf jeden Fall ziemlich ärgerlich. Und da draußen geht gerade eine Klappe zu. So. Gut, ja, das nur so ein bisschen zur Vorgeschichte. Es ist inzwischen, ja, jetzt heute am 14.12. die Beta für 1.5 online gegangen. Da sind einige wichtige Änderungen drin, aber ja, da ich hier in einem Let's Play bin, habe ich mich dafür entschieden, nicht auf Beta 1.5 zu wechseln. Ansonsten hätte ich das jetzt getan, aber ich will hier den Fortschritt nicht verlieren, den wir bisher gemacht haben. Vor allem, da wir jetzt auch unsere erste richtig gut funktionierende Station am Start haben. Kleinen Moment. So. Und die Station hat inzwischen ja auch schon produziert. Ich kann das mal zeigen. Wir haben hier die Produktion von unseren Smart Chips. Ja, inzwischen haben wir hier wieder 80, aber da hatten wir schon mal mehr und das liegt daran, dass wir hier Verkäufe hatten. Ja, und das lief eigentlich ganz gut. Wir haben dem 3 Millionen gegeben. Inzwischen haben wir wieder die 3 Millionen. Das schwankt momentan ein bisschen, weil die Lagerbestände hier entsprechend ja, noch im Fluss sind. Das wird sich mit der Zeit noch ändern. Und ich habe mir gedacht, die Produktion hier, die läuft ja eigentlich ganz gut. Aber wenn wir hier alle... was war das, glaube ich? Ein Produktionszyklus ist, glaube ich, das 10 Minuten oder 5 Minuten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall produzieren wir relativ wenig Smart Chips auf einmal. Und da wir die Kohle entsprechend haben, dachte ich, würde es eigentlich Sinn machen, unsere Station noch mal ein bisschen zu erweitern. Und das werden wir am besten auch direkt mal tun. Und zwar würde ich die Station einfach gerne noch ein bisschen, ja, mächtiger machen, ein bisschen größer. Und wir fangen da am besten erst einmal an, dass wir hier eine Kreuzung hinsetzen. So. Und auf diese Kreuzung setze ich nochmal eine Smart Chip Fabrik. So, direkt neben die alte. Und was ich auch noch ganz gerne dazu nehmen würde, ist noch ein bisschen Lagerplatz. Und zwar würde ich ganz gerne nochmal hier zwei Container-Lager dazu bauen. Einfach, dass wir, ups, das wollte ich jetzt nicht, dass wir einfach ein bisschen
zusätzlichen Lagerplatz haben. So, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und ich würde fast schon sagen, wir machen noch zusätzlich das, was ich eigentlich schon mal vorhatte und dann wieder gecancelt habe. Wir nehmen hier tatsächlich noch ein Energiepanel mit dazu. Einfach um unsere Produktion noch da ein bisschen zu erhöhen, auch wenn wir das jetzt tatsächlich nicht brauchen. Aber es bietet sich einfach an, damit wir hier auch gleichzeitig noch Energie verkaufen können. Und wir brauchen dann natürlich noch die entsprechende Kohle. So. Und wir brauchen ein Konstruktionsschiff. Wo bin ich hier? Da will ich hin. Und wir nehmen am besten das hier. Das ist nämlich am nächsten dran. Und dann übernehmen wir die Änderung. Halt, Moment, jetzt habe ich... Habe ich das Geld zugewiesen? Nein, habe ich natürlich nicht. Dachte ich es mir doch fast. So, bestätigen. Wunderbar. Damit haben wir das erledigt. Ja, und wir brauchen jetzt noch ein paar Nanotronik und Hüllenteile. Und dann sind wir eigentlich schon so gut wie fertig und können weiter produzieren. Und wir können natürlich, machen wir jetzt mal einfach, schnell zu unserem Schiff teleportieren. Da ist es. Ne? Im internen Hangar, okay. Dann müssen wir es wohl erst rufen. Das heißt, wir müssen dann eben doch nach oben. Ich gehe einfach mal hier hin. Moment, wenn wir hier beim Händler sind, können wir eigentlich auch mal mit dem reden. Wir können nämlich hier noch ein paar Sachen verkaufen, die wir dabei haben, die uns definitiv auch entsprechend Kohle bringen, wenn wir sie verkaufen. So. Und ich würde ganz gerne hier ein paar von denen hier verkaufen. Wir brauchen nämlich nur eins. Und bestätigen. Wiedersehen. So. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir unser Schiff zurückbekommen. Ich brauche das Terminal da hinten, glaube ich. Oder auch nicht. Ah, ich habe eine Idee. Wir probieren es bei dem anderen Dock, ob wir da hinkommen. Das wäre das hier. Da kann ich nicht direkt hin. Da kann ich nicht hin. Probieren wir mal hier. Müssten wir in dem anderen Dock sein, oder? Hoffe ich zumindest. Das sieht ja auf jeden Fall gleich aus. Könnte sein, dass wir im gleichen sind. Kann ich hier? Moment, ich probiere es mal auf der anderen Seite. Vielleicht können wir es da machen. So, dann hier ist gar kein Terminal, auch gut. Wie komme ich dann an mein Schiff?
Kann ich hier irgendwas tun? Nein. Lasst mich mal schauen, wo haben wir das denn? Also es ist hier, oder? Probieren wir mal einfach das hier. Macht er was? Irgendwie scheint er nicht zu wollen. Das ist ein bisschen blöd. Achso, ich habe noch eine Idee. Das könnte ich noch probieren. Ich teleportiere mich einfach mal aus dem Sektor. Und zwar nach, keine Ahnung, hierhin. Ist nicht so wichtig, wo ich tatsächlich ende. Ich will nur den Sektor verlassen. Dann schauen wir mal, ob er es jetzt hinbekommt. Ah, das sieht doch schon besser aus. Dann... entfernen wir mal alle Aufträge und... teleportieren uns zum Schiff. Erreiche System. Das hat doch schon mal gut funktioniert. So, unsichtbarer Captain, lass mich mal dahin. Gut, und dann haben wir hier ein Xenon-Schiff, das ich mir ganz gerne anschauen würde. Da. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Ja, du hast deine stehenden Befehle. So, komm mal her, Kumpel. Das ist schon wieder einer, der nicht feuern will. Ich hoffe, dass das einer der Fixes jetzt im 1.5-Patch ist. Weil das ist irgendwie so ein bisschen blöd. Ich habe es aber nicht in den Patch-Notes gesehen, die veröffentlicht wurden. Aber das heißt ja nicht unbedingt was. Auf jeden Fall, ja, wäre es nicht schlecht, wenn das mal gefixt werden würde. Denn, ja, irgendwie ist es doch schon blöd, wenn die, wenn man einen Feind angreift und der, ja, nicht drauf reagiert. So, da ist ein Xenon-Bergbauschiff. Wo ist der denn her? Ein kleines Dankeschön. Danke. 30.000.
Und nochmal 10.000. Sehr schön. Ja, einmal ist es normale Belohnung dafür, dass wir die Station verteidigt haben. Und einmal Belohnung, weil wir eine Polizeilizenz haben. Und das Bergbauschiff da hinten, das holen wir uns auch. Da werden wir sicher auch eine Belohnung für bekommen. Hoffe ich zumindest. Bergbauschiff, das ich von denen bisher gesehen habe. Hallo. Komm, fliegen wir mal wieder ein Stück weg. Ja, auch wenn der hier diesen Verteidigungsturm hat, hilft ihm das nicht wirklich, denn wir machen mehr Schaden. Okay, der hat nichts verloren, was ich gerne gehabt hätte. Das ist auch gut. Dann fliegen wir mal weg von hier. Was sehe ich denn da? Da ist gerade ein Kristall, der eigentlich ganz gut gelegen ist. 60.000. Das ist nett. Zu nah dran, glaube ich. So. Das sollten wir vielleicht auch besser mit einem kleineren Schiff machen. Aber da sehe ich jetzt auch gerade noch eins. Ups. Das holen wir uns dann aber auch noch schnell. Und dann fliegen wir weiter. So. Wunderbar. Einsammeln. Und ich würde sagen, das hier werfen wir aus. Das will ich nicht mit dabei haben. Und ja, dann fliegen wir jetzt aber wirklich weiter. Nur wenn man ja direkt im Prinzip dran vorbeikommt, kann man es ja mal mitnehmen. Ich wollte, Moment, ich setze mir mal einen Waypoint, dass ich nicht an die falsche Stelle fliege. Hier hin. Dann können wir da einen Satelliten platzieren. Und unsere Sicht auf diesen Sektor dann eben stärken. Ja, da kommt echt Kohle rein. Auch wenn wir hier ab und zu so ein 130 Credits Ding drin haben. Ja, hier lauter Abbuchungen. Das heißt, die Leute kaufen was. Diese Option übrigens, wir haben ja zwei Optionen momentan, wie wir einen Galaxy Trader etablieren können. Ja, die eine Option ist ja, dass wir wie bei denen hier zum Beispiel auf die Informationen und dann auf das Verhalten gehen und dann hier automatisches Handeln einstellen.
Das ist das, wo wir auch 3 Sterne für einen Kapitän brauchen. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, die wir hier bei diesen hier eingerichtet haben. Ja, die haben hier ja dieses automatische Handeln, dass ich über Rechtsklick auf die Karte und dann automatische Handel Galaxy bekomme. Und diese Option, soweit ich das mitbekommen habe, ist mit 1.5 nicht mehr vorhanden. Das heißt also, wir brauchen das definitiv in Zukunft mit den 3 Sternen und können nur noch über diese andere Möglichkeit, dann über das Verhalten, diesen Handel eben einrichten. Und ja, das heißt, wir müssen, bevor wir das haben, halt eben 3 Sterne haben. Wenn wir einen Kapitän bekommen, der nicht 3 Sterne hat, müssen wir mit dem wohl erstmal dann ja, auf andere Weise eben halt handeln. Ich denke mal, Moment halt, das kann ich gerade mal schauen. Funktioniert das? Haben die hier inzwischen... Ja, die haben immer noch alle 2 Sterne. Kann das sein? Vielleicht müssen wir mit denen tatsächlich mal handeln. Vielleicht kriegen sie dadurch... Genau, das waren Kurierangreifer. Das sind die S-Klasse-Schiffe. Ich probiere es mal hier mit einem, ob der dadurch dann vielleicht aufsteigt. Ich benenne den mal um in T. Manuel Training. So. Und dann gebe ich dem hier mal Position halten als Standard und bestätige. Und dann werden wir dem einfach mal einen Handelsauftrag geben. Und zwar vermutlich wäre es besser, sogar mehrere zu machen. Das hier will ich. Und zwar hätte ich gerne... wo ist es, wo ist es, wo ist es? Das hier. Und das hier. Und nehmen wir mal das. Nein, das nicht. Das lohnt sich ja gar nicht. Die Preise sind zu niedrig. Wie sieht es damit aus? Na, das ist noch wertvoll. obwohl, da kriegen wir keine guten Angebote. Nehmen wir mal das und... Ja, die Antriebsteile nehme ich auch wieder raus und nehme da mal was Wertvolleres. Wie sieht's damit aus? Ja, ich habe die Preise von den Sachen noch nicht so im Kopf. Moment, was hatte ich da jetzt weggenommen? Das hier? Achso, nein, halt, jetzt weiß ich wieder. Wo ist es? Wo ist es? Da. Und Antimateriewandler wollte ich austauschen. Mikrochips? Ja. Nehmen wir mal das. Also. Als erstes wirst du erstmal Mikrochips kaufen. So. Die Mikrochips werden wir dann hier verkaufen. Bestätigen. Dann werden wir als nächstes
die fortschrittlichen Elektronikkomponenten kaufen. Und ja, verkaufen. Und dann werden wir Nanotronik hier kaufen. Und hier verkaufen. So, das sind jetzt drei Handelsflüge, die er für mich machen wird. Und ich hoffe, dass er dadurch dann besser wird. Werden wir sehen. Kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen, aber ich hoffe, dass er ja wirklich dadurch besser wird. Schauen wir einfach mal. Das mit den Stationen besuchen scheint ja nicht allzu gut zu funktionieren. Schauen wir mal, die leveln durch das einfache Hin- und Herfliegen auch nicht. Ja. Gut. Das wäre also das. Dann würde ich sagen, Moment, schauen wir gerade nochmal auf unsere Station. Wie sieht's hier aus? Ja, die Smart Ship Produktion ist gerade im Bau. Das heißt also, bald werden wir unsere Produktion da erhöhen, um genau zu sein, jetzt in 30 Sekunden. Das ist nicht schlecht. Wir haben ja im Prinzip alles, was wir brauchen, bis auf ein paar Hüllenteile. Und die sind, wie es aussieht, auf dem Weg. Das ist gut. Sprich, ja, eigentlich läuft alles sehr, sehr gut. So, wir wollten hier bei dieser Station noch einen Satelliten aussetzen. Also fliegen wir am besten erstmal vorher hin und tun das dann. So, aufstellen, Satellit, sehr schön. Und dann, lasst mich mal kurz schauen, haben wir hier unten schon, nein, haben wir nicht, ja, auch nicht. Ja, ich mache erstmal die Geschichte hier fertig, danach werden wir dann weiter nach unten fliegen. So. Autopilot eingeschaltet. Ich mach mal den Autopilot rein, dass wir hier tatsächlich auch ab und an mal kurz auf die Karte schauen können. Unser Schiff sollte, Chips sollten jetzt produziert werden. Das heißt, ja, wir haben hier jetzt zwei Stück drin und beide produzieren jetzt 480 Chips in der Stunde. Das heißt also, hier wird unser Angebot schneller steigen. Und das ist immer gut. Xenon. Stellen wir mal einen Satelliten auf. Und nicht wegfliegen. So. Meine Theorie ist ja, die Türme, die ich habe, die erkennen den nur als Feind und schießen auf den, wenn er auch auf mich schießt. Ja? Das ist momentan meine Theorie. Weiß nicht, ob es tatsächlich so ist.
Meine Türme sind aktiv. So, sehr schön. Haben wir was aufgesammelt, was wir nicht aufsammeln sollten? Nein, passt. Wunderbar. Dann fliegen wir weiter zur nächsten Station. Und zwar am besten hier hin. So, ich mache auch mal wieder den Autopiloten an. Und dann schauen wir nochmal, wie es unserer Station geht. Die Produktion sieht... Ein kleines Dankeschön. Ja, kein Problem. Danke für Ihre Hilfe. Produktion von dem hier läuft auf jeden Fall. Ich glaube, den ersten haben wir aber noch nicht durch, den ersten Lauf. Vielleicht haben wir auch schon durch, kann ich nicht sagen. Das sieht man hier leider nicht, aber Moment, was ich sehe, ist natürlich der Frachtlevel. Und der ist gerade weniger stark angestiegen als vorher. Aha. Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Aber gut. Wird dafür sicherlich Gründe geben. Die Silizium... Autopilot ausgeschaltet. Was sind da? Die Siliziumvorräte ändern sich auch nicht extrem. Ja, wir haben hier immer fast voll. Siliziumscheiben, ja, da haben wir wahrscheinlich auch schon Sachen verkauft. Hier sind auf jeden Fall zwei Händler angekündigt, die gerne einkaufen würden, das ist immer gut. Energiezellen werden momentan keine gekauft, weil wir einfach zu niedrige Lagerbestände haben. Und dadurch ist der Preis höher. Aber das passt, genau das ist ja das, was ich eigentlich als Verhalten an der Stelle auch haben will. Und hallo, da sind ja noch mehr Xenon. Hey, jetzt geht's aber rund, oder? Nein, halt nur ein Xenon. Da sind auch noch andere. Vermutlich Piraten. Sonst würden sie nicht Überfallgruppe heißen. Ich nehme aber erstmal... Na, obwohl, nee, ich nehme mal den hier. So. Fliegen wir dem mal entgegen. So. Hallo? Jetzt. Sind mehrere. Das wird interessant. Obwohl, ja, vielleicht nicht. Bin mir nicht sicher. Arks sind auf jeden Fall zumindest in früheren Spielen stärker gewesen. Die haben jetzt irgendwie niedrigere Schiffszahlen, mit denen sie hier angreifen. Das war früher mehr. Das sind die mit riesigen Flotten von, keine Ahnung, 15 oder 20 Schiffen teilweise aufgetaucht. Aber die hier sind keine große Gefahr für uns, auch wenn sie uns schon ein bisschen runtergeschossen haben jetzt. Aber man muss halt auch einfach dazu sagen, dass wir die jetzt eigentlich schon so gut wie platt gemacht haben. Ja, die meisten sind weg. Jetzt sind nur noch ein paar wenige übrig. Und ich weiß übrigens, dass ich momentan nicht fliege. Aber das ist bei den Kark gar nicht so schlecht.
Denn die sind recht langsam unterwegs und eigentlich ist es da sogar störend, wenn wir uns allzu viel bewegen. Das ist problematisch dann. Oh, Zahlung erhalten. 3 Credits. Was? Das kann ja fast nur ein Witz sein. Habe ich jetzt gar keine Items gekriegt davon? Doch, 1. Okay. Interessant. Danke für Ihre Hilfe. Hier ist ein kleines Dankeschön. Fliegen wir mal zur nächsten Station. Oh, 180.000. Ja gut, das waren ein paar Schiffe, ja. Aber 180.000. Das ist nicht gerade wenig. Da kann man sich definitiv nicht beschweren. Für so ein paar Kark 180.000 mal schnell absahnen. Und ja, vermutlich auch Ruf. Aber es hat natürlich nicht für eine Aufsteigung auf 21 gereicht. Das passt aber soweit. Ich muss mir echt mal vielleicht ein Glas oder eine Tasse hier hinstellen fürs Trinken. Weil mit einer Hand hier die Flasche zudrehen ist nicht einfach, wenn der Deckel nicht richtig drauf ist. Beziehungsweise schief drauf ist. Aber ja. Halb so wild. Wir müssen mal schauen. Hier hinten war noch eine Station, wo ich auch noch einen Satelliten absetzen will. So. Sieht gut aus. Wir verdienen mächtig Kohle. Unsere Händler sind aktiv. Unsere Mining-Schiffe sind aktiv. Alles ist aktiv. Und ja, auch unsere Station sollte irgendwie Gewinne abwerfen. Ich muss zugeben, ich achte jetzt gerade nicht drauf, wer was macht. Hier Random 2, T-Random 2 zum Beispiel. Ich sehe nur, dass hier Geld reinkommt. Und das ist ja, wenn man mal ehrlich sein will, auch tatsächlich das Wichtigste an der Geschichte. Und nicht, von wem jetzt das genau kommt. 3,1 Millionen. Das ist schon ordentlich. Und wir haben die Station hier als nächstes. So. Und Vollgas. So, wenn wir die Satelliten hier übrigens abgesetzt haben, werden wir tatsächlich mal zu unserer neuen Station wieder hinfliegen. Denn wir hatten ja diesen Luxus-Undock-Bereich gebaut. Und den würde ich mir natürlich ganz gerne mal anschauen. Denn, ja, das habe ich bisher noch nicht. Ich habe zwar eine Vermutung, dass wir das schon bei anderen Stationen gesehen haben. Aber ich will es mir auf jeden Fall mal vorher anschauen, bevor ich da tatsächlich mein endgültiges Urteil an der Stelle fälle. Ja, kann ja nur auch eine Vermutung sein. Vielleicht haben wir tatsächlich noch keins davon gesehen. Werden wir spätestens erfahren, wenn wir dann tatsächlich mal angedockt haben und uns das wirklich dann halt aus der Nähe anschauen können. War hier noch irgendwas in der Nähe? Ja, da kriegen wir nicht noch eine zweite Station mit rein.
Dann gibt es hier viele Stationen. Schnappen wir uns mal die hier als nächstes. Ich würde mal gerne versuchen, ob wir die hier vielleicht beide reinkriegen. Also diese beiden hier. Bin mir aber nicht sicher. Die sind nämlich auf unterschiedlichen Höhen und daher könnte das vielleicht ein Problem sein. Aber das werden wir gleich rausfinden. Das hier ist 17 Kilometer entfernt und das hier ist 38. So, wenn ich jetzt den hier in Reichweite bringe, sind wir dann noch in der Reichweite vom anderen drin. Schauen wir mal. Ups. 22, jawohl. Sehr schön. Dann hier unten, das haben wir schon drin. Dann müssen wir eigentlich nur noch hier hin. Ich mach das mal hier zwischen den beiden. Das sollte hoffentlich dann reichen, um beide reinzukriegen. So, schauen wir noch mal auf unsere Station. Wie sieht's aus? Ja, wir sind gerade hier an der Produktion von unseren Energiezellen. Das trifft sich wirklich gut. Damit sollte dann alles wieder auf dem aktuellen Stand sein und wir sollten soweit fertig sein. Und das ist definitiv sehr, sehr gut. Wie sieht's mit der Produktion aus? Wir haben... Na, komm. So. Ja. 480 sind momentan auf Lager. Und unsere Smart Chip Produktionen arbeiten wie wild. 12 Stunden, bis die Ressourcen ausgehen, die verfügbar sind. Das ist nicht schlecht. Ich bin eigentlich auch ganz positiv davon überrascht, wie viel Kohle wir inzwischen haben. 3,6 Millionen. Ja, das heißt also, wir haben definitiv schon Gewinn erzielt an der Stelle. Und Gewinn ist immer gut. Weil, ja, 3,6 Millionen hatten wir bisher definitiv noch nicht da reingesteckt in die Station. Ich meine, gut, man muss natürlich dazu sagen, die Station war ja auch nicht gerade billig. Ja, also bis wir tatsächlich das alles raus haben, dauert es dann noch ein bisschen. Aber auch da werden wir hinkommen. Und ja, von hier aus habe ich jetzt beide exakt nicht in Reichweite, oder was? Das ist 13 Kilometer. Die ist 14 Kilometer.
Ist das schon wieder ein Problem mit dem Zoom jetzt? Ja. Das ist wieder ein Problem mit dem Zoom. Die Reichweite hier wird falsch dargestellt. Die sind beide in Reichweite. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach Argon Prime und besuchen mal unsere Station. Leitsystem. So. Und ich würde gleichzeitig sagen, wir sind auch wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wir haben auf jeden Fall, ja, ich denke, ganz gute Fortschritte gemacht. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so aussieht, weil wir nicht wirklich mit viel mehr Kohle gestartet sind. Aber wir haben unsere Station ausgebaut. Und das um, ja, im Prinzip die doppelte Kapazität für unsere Chips, die Smart Chips. Und das ist vermutlich die Haupteinnahmequelle dieser Station. Wobei wir natürlich auch durch die Siliziumscheiben und auch natürlich durch die Energiezellen, die darf man ja nicht vergessen, ja, da sind ja tatsächlich welche da, Gewinn machen. Und ja, ich denke, wir machen da auch ganz gute Gewinne inzwischen. Ja, wir haben 500 oder 600.000 Credits im Moment mehr auf der Station, als wir ursprünglich hatten. Das heißt, das muss natürlich auch irgendwie der Gewinn sein. Und wir dürfen an der Stelle natürlich auch nicht vergessen, dass wir an der Station natürlich auch einiges eingekauft haben. Ja? Also wir haben entsprechende Rohstoffe eingekauft in Form von Silizium. Und was man an der Stelle natürlich auch nicht vergessen darf, wir produzieren natürlich auch unser eigenes Silizium dafür. Ja, also das ist eine Kombination von beidem. Und muss man da im Prinzip ja eigentlich auch rausrechnen, weil das könnten wir auch theoretisch verkaufen. Aber ja, mit den Einkäufen und auch den selbst abgebauten Silizium-Sachen haben wir insgesamt gesehen, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Bilanz schon. So, und da ist unsere Station inklusive unserem Dock. Und ich würde sagen, bevor wir da andocken, beenden wir die Folge. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann genau an dieser Stelle wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ich versichere euch, ich bin auf jeden Fall da. Also, bis zum nächsten Mal.